Der Start des Festivals für zeitgenössische Kunst und Kultur in Murau, die Regionale 12, steht unmittelbar bevor. Vom 22. Juni bis 22. Juli geht sie über die Bühne und wird ihre Spuren hinterlassen mit Projekten, die auch im Nachhinein noch ihre Gültigkeit bewahren. Insgesamt werden in den 31 Tagen 25 Projekte von mehreren hundert regionalen Beteiligten und Künstlerinnen aus rund 15 Nationen zu sehen sein. Diese konzentrieren sich an den drei Festivalzentren, am Schillerplatz in Murau, im Stiftgartenpavillon St. Lamprecht und im mobilen Kunstpavillon White Noise im Krakautal. Vom 22. Juni bis zum 22. Juli wird zeitgenössische Kunst, aber auch viel Kunst und Kultur aus der Region bei dieser Regionale gezeigt werden. Ich glaube, das werden sehr, sehr spannende Projekte sein, die für die Bevölkerung aus der Region, aber für die vielen, die hoffentlich von außerhalb der Region in die Region einströmen werden, neue Blickpunkte eröffnen, nicht nur die schöne Landschaft und die gute Kulinarik genießen werden, sondern sich auch einmal mit Kunst und Kultur in ganz neuen Perspektiven konfrontiert werden. Der Startschuss fällt mit einem fulminanten dreitägigen Eröffnungsfest. Also wir haben ein dreitägiges Fest, beginnend hier in der Stadt Murau, mit einem, glaube ich, schon sehr fulminanten Auftakt. Es ist zum einen sozusagen eine Vorschau darüber, was die vier Wochen darauf passieren wird. Wir werden aber einiges an spektakulären Musikbeispielen haben. Wir werden eine Eröffnungsrede haben, die sicher völlig anders ist, wie man sie üblicherweise kennt. Tatsächlich wird es nämlich keine Bühne geben und die Sprecherinnen werden von Balkonen, von Privatbalkonen, ihre Eröffnungsreden halten. Es geht sehr stark darum, dass man sich die Stadt anschaut, vielleicht auch neue Perspektiven kennenlernt und es wird sicher sehr bunt werden. Im Festivalzentrum St. Lamprecht geht es um Zusammenleben, Zusammenarbeiten. Im Krakautal setzt man sich mit Klimaschutz, Naturraum und Nachhaltigkeit auseinander. Und die Bezirksstadt Murau und Umgebung wird ganz geprägt sein vom Themenschwerpunkt Jugend, Mobilität und Stadt, ausgehend vom Festivalzentrum. Das Festivalzentrum ist eben nicht nur ein Informationszentrum, sondern es geht eben darum, überhaupt ein Landmark, eine Bühne, Tribüne zu bieten, die eben auf sehr vielseitige Weise dann verwendet werden kann, wo besonders am Wochenende dann auch zusätzliche Aktivitäten stattfinden, die eben diese autofreie Situation des Platzes nutzen und den ganzen Platz mit einbeziehen. Es werden auch Konzerte stattfinden. Die Stadt, die sich neu definiert, einmal als akustisches Ortsbild, ein anderes Mal mit Vergangenheitsbewältigung. Bei der Ausstellung Kein schöner Land im Stadtmuseum. Die Sonderausstellung hat den Titel Kein schöner Land und handelt über die Zeit des Zweiten Weltkrieges in Murau, also Vorbereitung und Zweiter Weltkrieg selber. Hauptsächlich befasst sie sich mit dem Thema Anhaltelager Trimdorf, wo Roma Sinti, Zwangsarbeiter, eben untergebracht worden und von dort dann in die Vernichtungslager verbracht worden sind. Diese Geschichte wird in Bezugnahme auch auf Judenvertreibungen erhoben und im Stadtmuseum dargestellt. Die Regionale 12 sorgt für Auf- und Umbruchstimmung im Bezirk der Holzwild-Murau. Den krönenden Abschluss bildet ein Hörerlebnis am Etrachsee, wenn 640 Musiker den gesamten Dalkessel in eine Klangwolke hüllen. Macht Lust auf Kunst und Kultur. Die Regionale 12 Stadt, Land, Fluss in Murau.